stärke mich in die Kommunikation der Blue Suns. Bleiben Sie in der Nähe und Vorsicht vor Hinterhalten. Einheit Bravo, in Ihrer Nähe ist ein Shuttle gelandet. Sehen Sie sich das an. Los geht's. Bleiben Sie in der Nähe. In den Rücken geschossen und verrotten lassen. Eindeutig Vidos Handschrift. Rücken wir weiter vor. Commander Santiago. Wer flieht, solange die Eindringlinge noch leben, den töte ich höchstpersönlich. Und jetzt kommen Sie verdammt noch mal zurück! Vido. Klingt, als hätte er sich nicht verändert. Ich habe das Gefühl, Sie haben eine Vorgeschichte mit diesem Vido. Der war schon ein sadistisches Schwein, als wir die Blue Suns gegründet haben. Die Suns sind nach seinem kleinen Coup vor 20 Jahren nur noch übler geworden. Also ja, wir haben eine Vorgeschichte. Wir sollten lieber aufbrechen. Sie sind beim südlichen Zugang. Alle Einheiten zum Torhaus. Jetzt! Sie wissen, dass wir hier sind. Na los, komm schon, du Hurensohn! Jetzt müssen wir nur noch aufräumen. Said Massani, Sie haben mich endlich gefunden. Wieder. Machen Sie keine Dummheiten, Said. Ich habe eine ganze Armee blutrünstiger Mistkerle hinter mir, die bereit sind, für mich zu sterben. Wissen Sie was? Versuchen Sie es. Geben Sie meinen Männern einen Grund, sie wie einen Hund abzuknallen. Mal wieder. Was war das? Kurzsichtig geworden, alter Freund. Brenn, du Schwein!
Das war ihr Todesurteil, Mashani. Was machen Sie da? Öffnen Sie das Tor. Wenn Sie das nächste Mal den Zwang verspüren, etwas in die Luft zu jagen, sagen Sie mir vorher Bescheid. Vido war siegessicher, hatte viele Männer. Jetzt hat er den Heimvorteil verloren. Wenn wir weiter Druck machen, entkommt er nicht. Nicht jetzt. Wir besprechen das später. Wenn Vido tot ist, können wir besprechen, was Sie wollen. Zeit. Vido ist wahrscheinlich schon bei den Shuttle-Docks. Vido ist verwundet. Er ist sicher nicht sehr schnell. Vido ist klug. Wenn wir den Leuten helfen, nutzt er die Zeit, um zu fliehen. Und wenn er flieht, gebe ich ihnen die Schuld. Na los, bevor Vido fliehen kann. Freut mich, dass Sie meiner Meinung sind. Nein! Hilfe! Das könnte sich noch als nützlich erweisen.
Stopp. Said, bitte! Sie wissen, es war nichts Persönliches. Rein geschäftlich, das stimmt nicht. Es ist 20 Jahre her. Sehen Sie sich an. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Said, bitte. Ich werde hier sterben. Tun Sie doch etwas. Brenn, du Schwein.